und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 158. Ich hatte beim letzten Mal erzählt von den alten Raids oder von dem momentan aktuellen Raid. Ja, wie gesagt, ich hatte mit einem gesprochen, den ich getroffen hatte, weil er nicht wusste, wo Schwarze Tempel ist, wenn man da reinkommt. Und er hatte sich halt gewundert, dass man damals so viele Männer brauchte, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass das so schwierig ist. Genau wie andere Sachen, wenn du jetzt mit 70 in den Schwarzen Tempel gehst, ist es ja was vollkommen anderes, als wenn du damals mit High-End-Gear quasi in den Schwarzen Tempel gegangen bist, weil man ist teilweise, wenn man das nicht konnte, so oft gestorben. Das war schon echt schwierig. Wie halt, naja, gut, das Endgame mittlerweile ist auch nicht so wirklich zu vergleichen. Ich hatte mir auch vorgestellt, Mystic-Inis wären wirklich schwer, wirklich schwer, wo man in alle Ecke stirbt, weil, aber das war nicht so, wie ich feststellen musste. Es ist leichter als gedacht. Ich würde ein oder andere sagen, ja, wahrscheinlich super Gier gehabt. Aber nö, ich hatte gerade so Gier, dass es funktioniert hat. Also, dieses vorgeschlagene Gier. Und kurz bevor mein Abo ausgelaufen ist, weil ich hatte mir nur immer so einen Monat, ich glaube 2 Monate habe ich gespielt, mir dann jeweils immer so einen Monat aufgeladen. Kurz bevor das Abo ausgelaufen ist, habe ich mein erstes Legendary bekommen, einen Ring mit Sockel. Naja. Ach, alter Schwede. Aber war schon cool, das ist der Legendary. Oh, dann ist die Karte ausgelaufen, aber ich dachte, nochmal wieder 13 Euro. Nö, habe ich gedacht. Lassen wir das. Und ich habe das nicht bekommen, weil ich irgendwo Raiden war oder Innis war, sondern nur, weil ich diese Whale Quest gemacht habe. Jeden Tag gemacht. Naja, gut, nicht jeden Tag. Weil man muss hier... Man hat immer vier... Nee, doch. Vier Fraktionen, die alle 2 Tage oder so freigeschaltet werden. Da sieht man dann auf der Karte hier unten ungefähr. Siehst du dann, für wen du irgendwas machen musst. Aber wenn du das jeden Tag gemacht hast, manchmal hattest du dann einen Tag, wo du nichts machen konntest, weil dann stand dann erst am nächsten Tag kommen die nächsten Quests. Für die nächste Fraktion. Man kann zwar immer was machen, aber ach toll. Und ich habe das dann von den World Quests bekommen, von diesen Truhen. Und weil ich dann noch einen auf 110 hatte, habe ich das auch mit dem gemacht. Und so gefühlt nach 5 Tagen habe ich da auch ein Legendary bekommen. Mit meinem Schaman habe ich da Schuhe bekommen. Ach, Ultra. Aber gut, das Einzige, was war, dass die Mobs schnell umgefallen sind. Gefühlsmäßig. Wie gesagt, man muss sich aufladen für den 3. Monat. Ja, machst du nicht. Aber ja, nö, müsste. Also momentan reizt es mich auch nicht wirklich nochmal wieder aufzuladen und nochmal weiterzuspielen. Nö, nicht wirklich. Dann spiele ich lieber hier ein bisschen. Wie gesagt, ein paar Sachen vermisse ich, aber gut. Und wenn man das dann wirklich hier so haben wollte, ich glaube, das wird dann auch nicht so erfolgreich sein. Weil ich habe ja auf noch anderen Servern gespielt, wo du dann beispielsweise am Anfang direkt 70 bist.
Und quasi, ich glaube, was hat er denn da? T5 oder so hast du bekommen? Oder T6 sogar? Ich weiß es nicht. 2000 Gold, Fliegen. Quasi im Prinzip fast alles. Aber deshalb ist nicht besucht. Ich war dann teilweise, ich habe nicht lange gespielt, eine Woche oder so. Ich war dann teilweise alleine. Das war halt auch doof. Ah, gehst du auf die Insel hier, Quel'Danas, weil die war da schon freigeschaltet? Keiner. Keiner da. Das war jetzt so, als nicht, als wenn die Quest nicht oder so funktioniert, weil das hat alles funktioniert. Aber es war wirklich keiner da. Ab und zu in der Woche habe ich vielleicht 5 Leute gesehen. Es war wirklich niemand da. Vielleicht ist es das, dass die Leute wirklich das spielen wollen. Und sich zwar aufregen, dass es so lange dauert, aber wenn sie direkt alles bekommen, ist auch falsch. Na gut, man hat, wenn man wirklich dann alles hat, hat man ja nichts zu tun. Das Einzige, was man machen kann, ist quasi Ruf haben. Und der farmt schon gerne Ruf. Ja, ansonsten gibt's nicht wirklich Tolles noch, was man machen könnte, was weiterbringt. Nichts Tolles für uns. Mal gucken, wie viel Staub man braucht. Ich habe zwar letztens geguckt, aber ich habe es vergessen. Kaufen, handeln. Oh. Kaufen ein bisschen ein. Zack. Hallo? Wie viel? 20. Aha. Aufstand. Sehr gut. Schönen Tag. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Okay, eine haben wir. Wir brauchen nur 7, das heißt 140 Staub. Naja gut, nach und nach kommt das ja, ne? Und die Marken, die bekommt man vom PvP hier, wenn man andere Mitspieler umbringt. Hört sich fies an, ne? So, aber ups, anders bekommt man die Fahne hier nicht. Man muss halt PvP befleckt sein, dann kann man die Fahne erobern, falls sie dann nicht erobert ist. Und man bekommt 3 Gold 70. Und recht viel Erfahrung, 23.300. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht, der Specht. Gut, wir haben es jetzt benutzt, um hier rüber zu laufen. Dann brauchen wir nicht einmal außen rum. Wo sind wir denn hier? Doch, sind richtig. Hier ist ja das kleine Dorf, wo wir waren, mit den Leichen verbrannt. Von daher. Selber mal gucken. Sieht so komisch hier aus. Okay. Oh, das ist der Bananen. Wir sind schneller. Na, soll mal recht sein. Dann kriegen wir sie wenigstens nicht aufs Maul. Mal gucken. Bester Freund. Haben wir auch Punkte übrig? 45. Genau, das konnten wir ja nicht lernen, das war ja nichts für uns, also für ihn vielmehr. Okay. Oh, die fallen eigentlich ganz gut um, ne?
Wie groß sind die denn? 65, okay. Ein bisschen kleiner quasi als hier. Aber funktioniert. Na, ich hab gedacht, ich muss einfach umbauen. Okay. Wir brauchen was von denen mal wieder. Piu, piu. Das hab ich gesucht. Lustig, ne? Gesamte Spielzeit im Moment 3 Tage und 13 Stunden. Kann ich sagen. Ich denke, wenn ihr alle meine Videos gucken, nacheinander seid ihr 3 Tage, 13 Stunden beschäftigt. Ungefähr. Na gut, ein, zwei Videos haben nicht so funktioniert, wie sie sollen, aber gut, ein bisschen schonend ist immer. Also seid ihr glückliche 3 Tage dann beschäftigt, wenn ihr die alle nacheinander gucken würdet. Wenn ihr mal 3 Tage nichts vorhabt. Guckt meine Videos nacheinander. Ich weiß nicht, ob ich sowas machen würde. Aber natürlich meine ich. Natürlich. Gibt nichts Besseres. Na gut, mittlerweile habe ich auch noch ein paar andere Videos hochgeladen, außer Let's Plays. Da habe ich ein bisschen Let's Play. Oh, ich habe was tut er denn jetzt? Das weiß er auch nicht. Es gab jetzt Sonderangebote auf Steam. Ich habe mir The Witcher 3 gekauft. Sehr cooles Spiel, muss ich sagen. Sehr cooles Spiel, vor allem wenn ich dazu kommen würde, es auch weiter zu spielen. Also falls ihr ein neues Spiel sucht und mal was anderes spielen wollt, sucht mal The Witcher 3. Wirklich cool. Und ich glaube die Steam-Version, da kriegt er dann auch nach dem Soundtrack. Und weil ich hatte das gekauft am Black Friday, glaube ich habe 10 Euro bezahlt oder so. Mittlerweile kostet es wieder, ich glaube 25. Aber es gibt auch ein Paket für 29, habe ich gesehen. Da sind dann 2 DLCs dabei. Aber ich wollte mir das nicht mit DLCs kaufen, weil dann wollte ich erstmal so durchspielen. Wenn ich dazu komme. Ich habe noch ein paar andere Spiele, die ich spielen muss. Also durchspielen muss. Die Tomb Raider bin ich im Moment ein bisschen immer mal wieder am Spielen. Hier ist The Rise of Tomb Raider. Finde ich auch ein sehr gutes Spiel. Ich habe schon, also ich habe immer gerne Tomb Raider gespielt. Von damals mit Tomb Raider 1 angefangen. War schon cool damit. Dann Tomb Raider 2, 3 habe ich gespielt, 4 habe ich auch noch gespielt. 5 weiß ich gar nicht, ob ich gespielt habe. Eine Frage. Weil ich dann irgendwann angefangen hatte, war Point-and-Click-Adventure-Spiele wie Monkey Island, was gab es denn noch? So viele Black Mirror Castle, wenn es einer kennt. Was gab es noch? Black Mirror 2, 3, die Geheimakte zum Guska. 2, 3. Also es gibt ja auch von allen Spielen und Genres unendlich viele. Ne? Damals gab es das gar nicht so. Ach, wir mussten die doch nur töten?
Ich dachte, wir brauchen irgendwas von dem, wir sind da gedroppt. Das ist aber jetzt merkwürdig. Da ist er. Oder das ist irgendwo eben gedroppt, als wir irgendwas gemacht haben. Sehr komisch. Naja. Das soll so sein. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen da oben da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, damit ihr nichts mehr verpasst. Und auf Wiedersehen.